Hallo, mein Name ist Green Nico und wir spielen wieder zusammen World of Tanks. Ja, wieder einmal eine neue Ausgabe von World of Tanks von mir, dem Green Nico, auf meinem Kanal, auf YouTube halt, wie ihr wohnt. Und heute mit der neuen Ausgabe Scouts. Mit dem T21, den habe ich auch etwas länger. Ihr fragt euch bestimmt, wie man mit dem spielt. Ich verrate es euch heute. Also fangen wir an mit den Werten. Struktur. Ja, ist okay. Gesamtgewicht ist glaube ich jetzt nicht ganz. Ja, ist okay. Motorleistung 560. Super. Höchstgeschwindigkeit 36 ist nicht so gut. Wendegeschwindigkeit 60 ist übertrieben. Panzerung. Da brauchen wir gar nicht weiter reden, das hat Scout. Die Kanone ist auch nicht so gut. Blutkurve Genauigkeit und ist die Kanone vom Chefi. Die hier ist besser. Feuerrate. Gleich. Und die Turmdrehgeschwindigkeit ist auch wieder gut. Sichtweite ist wieder schrecklich. 390. Und die Flugreichweite. Okay. Im Vergleich zum Chefi ist ein Stufe 5er Panzer besser als ein Stufe 6er. Es ist traurig. Es ist traurig. Aber ich möchte mir den T69 holen, weil der schön wendig ist und halt, ich denke mal, der hat auch Trommelmagazine. Das heißt, dass er mehrere Schuss gleichzeitig hinterher schießen kann und halt dann ganz lange nachlädt. Das finde ich super. Und ich würde sagen, legen wir los mit dem T21. Ja, ich habe heute etwas Besonderes vor. Ich werde dieses Video, ich werde da ein bisschen mehr Zeit reinstecken als sonst. Weil ich auch mal mit dem Video ein bisschen verdienen möchte, damit ich mir hier mit ein bisschen, sagen wir so, ein neues Mikro leisten kann oder einen neuen Arbeitsspeicher, damit ich halt mit Turn höhere Grafik spielen kann, weil ja. So, auf dieser Karte T21 ist sehr schlecht. Als Scout ist klar eigentlich, man fährt links lang, weil durch die Stadt, da verlieren die Heavys eh. Wenn man auf die Seite ist, verliert man eh immer, weil da oben, da ganz oben, kommen die anderen Panzer, gegnerischen Panzer schneller hin und können von oben, vom Berg aus runterballern und das ist auch asozial. Und ja, mein Tipp ist, stellt, wenn ihr Fettdiener habt oder irgendein Jagdpanzer, stellt euch hier oben auf den Berg und wartet einfach ab. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt auf dieser Karte. Also als Jagdpanzer seid ihr sehr gut bedient. Scout kommt auf an welcher, mit T21 jetzt nicht so. Chefi eher wegen der höheren Sichtweite und der Panzer Chefi ist auch etwas schneller. So, jetzt darf ich mich hier. Man darf sich nicht so ins Gebüsch reinstellen, weil dann. Okay. Ja, das ist jetzt kacke. Weil da fahren jetzt ein Super Pershing und noch irgendwas anderes Kleines. Das ist wahrscheinlich ein Type 59. Da muss ich jetzt so schnell wie möglich hier weg. Wenn ich das noch schaffe, was ich nicht, was ich bezweifle. Weil der Typ 59 ist auch sehr schnell. Schreibt mir bitte was in die Kommentare, was ich machen soll. Vielleicht kann ich auch mal einen Spot, Weekly Spot Review machen, wo die Schwachstellen von Panzern sind. Das fände ich nett. Einfach mal irgendwas in die Kommentare schreiben.
Zum Beispiel, soll ich mal eine Com-Com-Show machen, also Kommentare, Kommentiershow oder soll ich das anders nennen? Nenne ich auch eh anders, weil das ist ein bisschen sehr geklaut von Sportity. Und mich würde mal interessieren, ob ihr gerne Rap hört. Wenn ja, ihr kennt ja bestimmt alle SpongeBoss. Ich habe gehört, dass SpongeBoss San Diego ist. Das finde ich ziemlich geil, weil mit San Diego mag ich jetzt nicht so. Das Singen ist nicht ganz so mein Stil, aber SpongeBoss ist schon geil. Könnt ihr euch mal reinziehen auf Julians Blog Battle. Kleine Schleichwerbung. Boah, das war schon eine Scheiße für mich. Ich habe nicht aufgepasst. Schnell, wenn möglich, jetzt hier verschwinden. So. Okay. Der könnte jetzt zu mir rüberfahren, wenn er mich entdeckt hätte. Ich würde jetzt sagen, ich scout jetzt mal ein bisschen passiv. Wenn ich das schaffe. Da links ist alles defended. Komme ich nicht mehr lang. Ich kann ja auch mal ein paar andere Spiele aufnehmen. Zum Beispiel die Siedler 4 oder irgendwas. Kritik würde mich auch freuen. Auch wenn ihr eine schlechte Kritik schreibt. Ich kann mich ja verbessern. Was ich jetzt auch in diesem Video tun möchte. Versuche. Dieses Video wird auch, wie ihr seht, auch etwas länger. Weil ich mir einfach viel mehr Mühe gebe. Fürs Gameplay halt auch. Passiv-Score darf man eigentlich nicht schießen, weil da ich ja schon so weit hinten bin. Ja, war weiter vor, wo wurde ich denn vorhin getroffen? Ich bin nicht getroffen. Egal. Weiter geht's. Da hinten ist irgendwas Gefährliches. Kann ich nicht schnell abschätzen. Toll, wir fahren eigentlich schon wieder. Ob wir nochmal drin gehen? Nein, ich würde sagen. Wow, ich werde schon geschossen. Das ist echt ein bisschen aus für mich. Ich habe nichts getan und konnte auch nichts tun, weil die Karte einfach nur drauf ist. Ach, ich weiß, was ich machen kann. Ich kann wenigstens noch überleben, weil das Spiel haben wir verloren, so oder so. Ich kann jetzt hier noch mit euch ein bisschen rumsitzen und labern. Okay. Den kann ich wahrscheinlich mal anhitten. Yep. Ich bin gestorben durch den AMX 50-100. Stufe 8. Ja, das war so ein Let's Play von mir. Und wir sehen uns zum nächsten Let's Play von mir. Zum letzten Let's Play könnt ihr links auf der linken Bildhälfte, da werde ich einfach was einblenden. Bis dann, ich bin's euer. Ciao.